Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. So, gestern haben wir das Zimmer für Julian endlich fertig. Wir haben jetzt wieder kein Geld, aber wirklich kein Geld. Aber Julian hat ein schnickes kleines Zimmerchen. Ist in Ordnung, gefällt mir so, passt. So, jetzt schauen wir mal. Mutti macht Essen. Er geht duschen. Also, was mit dem Nierisches? Ich kann es euch nicht sagen, ganz ehrlich. So, du hast jetzt deine Zusatzaufgaben abgeschlossen. Hallo! Dann würde ich nämlich sagen, wir hier Geburtstagskerzen drauf machen. Und tun. Was soll er denn machen? Hingehen? Nein. Und tun. Herzen auspusten. Julian, es geht los. Du hast Geburtstag. Juhu! Oh, sozial unbeholfen. Na tolle Wurst. Was gibt's denn hier? Partyplayer, diese Sim will ein legendärer Partyplaner werden, sei es auf Rave-Partys oder Festivals. Dieser Sim möchte mit veränderten Bewusstseinszuständen experimentieren. Ah! Er ist sozial unbeholfen. Da würde ich sagen, wir gehen bei ihm aufs Wissen. Das ist gut. Legere Segura. Hallo, mein Hübscher. Es geht los, wir stylen um. Ich muss vorher. Moment. So, jetzt geht das los. Wir machen als erstes wieder die Guckeln. Ganz wichtig. Julian, Praline 155, das erste. Garfe. Dein Style gefällt mir schon ein bisschen. Aber wir machen erstmal die Googeln. Wartet. Das? Die Praline. Praline 155. Ja. Bam. Ja, wo ist es denn? Ah ja. So. Alter, und das als Tagesoutfit? Okay. Also, wir haben gesehen, dass er oft eine Brille trug. Gerade beim Fernseher gucken. Deswegen würde ich sagen, wir geben ihm auch eine Brille. Na klar, Lashes. Hier, richtig. Fette. Wimpern. Nein. Er kriegt... Oh Gott, das will bloß nicht. Nein. Das finde ich sogar richtig cool. Gut. Von vorne sieht's cool aus. Cool. Nee, ich finde die besser. Ich finde die einfach besser. Die hat was Nötiges. Aha. So, die Brille braucht er halt überall. Er braucht immer eine Brille. Also machen wir das hier mal weg. Die Brille hat auch was, ne? Nein, wir nehmen die Brille. Wozu haben wir denn so viel?
Zum Sport und zum Schlafen setzen wir keine Brille auf. Dort haben wir ein paar Mehlwimpern. Ja. Warte mal. Alles ein bisschen Farbe oder was? Oh je. Nee. Aha. Yay. Nein. Ah. Ich mach die fertig aus, die Maus. Zum Schlafen auch bitte. Party, brauchen wir wieder unsere Brille? Sonst sehen wir nichts. So. Zum Schwimmen brauchen wir keine Brille, dann nehmen wir wieder bloß das. Heißes Wetter brauchen wir nach wie vor die Brille. Und auch bei kaltem Wetter brauchen wir eine Brille. So. Hi. Warum hat er hier die Augen nicht? Mein Freund. So nicht. Das haben wir vergessen, ne? Sie gar nicht. Oh. So. Kann ich eigentlich zusätzlich die Wimpern noch nehmen oder geht das nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee, das geht nicht. Das dachte ich mir fast. Ich dachte es mir. Wo ist die Brille hin? Nimm die Brille wieder. Alles ist nicht so schlimm. So. Frisur. Nehmt mir uns nicht übel. Die ist zwar, hat was, aber erstens in schwarz bitte. Du hast schwarze Haare. Und wenn du gern die Frisur haben möchtest, ja, dann nehmen wir die Frisur. Habe ich absolut kein Problem damit. Bin völlig offen für sowas. So. Dann gehen wir an die Klamotten. Ein bisschen nerdy würde ich ihn gern anziehen. Es ist ein nerdig. Und sowas liebe ich aber so. Das ist eher was für den Winter. Nee, guck mal, dicke Bauch raus. Hilft beim Mikro, ja. Das wär's jetzt noch. Nirvana? Voll cool! Gorillas! ACDC! Ich glaube, ich nehme das. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwas Computerzeug technisches. Jawollo! So eine ordentliche Jeans, würde ich sagen, mein Freund. Obwohl. Eine coole Jogger würde auch. Na gut, nee, das nicht unbedingt. Nee. Nee, das passt nicht. Nee. Die sind immer so hoch. Wieso sind Jogginghosen so hoch? Nehmen wir eine ganz normale Jeans. Ist auch okay. Nehmen wir eine einfache Jeans. Aha. Ich
Ist mal hier ein bisschen... War gerade komisch aus. So, ein paar Turnschuhe. Die haben schon was, oder? Aber nicht unbedingt. So. Alltagsoutfit. Fertig. Das gefällt mir schon fast, ne? Aber das mit dem T-Shirt sieht doof aus. Was ist denn das? An sich ist das ja schon fast perfekt. Auch noch fast. Ich glaube mal nicht, dass wir irgendwann weggehen. Man könnte ja wenigstens mal ein bisschen was, ne? Schon komplette Anzüge vielleicht? Ist ja Augenkrebs. Ja, ist gut. Ganz einfacher Anzug. Ordentliche Schuhe dazu. Perfekt. So, Sportsachen. Nimm's mir mal nicht übel, aber das Oberteil, das geht ja gar nicht. Das Oberteil geht ja gar nicht. Und ziehen einfach an Levi's an und fertig. Bam. Sport macht man, also ich persönlich in Langhosen, gerade im Winter, aber eigentlich in kurzen Hosen. Ziehen wir noch in anderen Farben? Achso, das ist bloß der Bund. Na gut. Jawohl. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir. Ja. Besser. So, die Schuhe. Ja, nö. Nö, nö, nö. Zum Schlafen. Ist mir hier aus, ne? Also das geht gar nicht. Naja. Ja. Sowas. Aber in Weiß? Schwarz gefällt dir besser. So, und in der Schlafhose. Kann man schon in der Buchse. Oh, hier, was ist. Ja, gut. Ja, doch. Perfekt. Party machen!
Kann man mal ein bisschen auf den Putz hauen hier? Ja. Hallo. Vielleicht geht er irgendwann mal auf eine Party, man weiß es ja nicht. Oh nein, bitte nicht. So, hier, das ist... Der Bauch raus. Die Hose zu niedrig. Hoho. Das ist gut. Hat er sich der Bruder auch schon angehabt? So, so. Jawohl. Guck mal hier. Ich suche noch. Das finde ich natürlich auch total cool. Zum Party machen? Geht das voll klar. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er ein Piercing. Soweit sind wir noch nicht, mein Freund. Das bleibt alles so, wie es ist. Ja. Ja, das nehmen wir. Schwimmen. Erstens mal ohne Schuhe, ne? Zweitens mal, die Schwimmhose geht gar nicht. Diese Badehose ist das absolute Schlimmste, was du anziehen könntest. Besser. Heißes Wetter. Da können wir als erstes schon mal eine kurze Hose anziehen, ne? Weil wenn heiß draußen, kann man auch kurz... Strumpfhose. Die Schuhe, ja, wenn es dir so gefällt, die können wir lassen. Die sehen ganz cool aus. Das Oberteil würde ich auch lassen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich eigentlich ganz nett. Vielleicht könnten wir die Hose noch ein bisschen farblich anpassen. So. Hoho. Na gut, wir lassen so. Wir lassen so. Punkt aus Ende. So. Jetzt. Guck mal hier. Wir haben hundertprozentig 25.000 Jacken. Ich hatte doch vorhin einen Pullover gesehen, der mir gefallen hatte. Ich dachte, das ist total geil. Was hatte ich denn da gesehen, wo ich gesagt habe, das ist eher was für den Winter? Das mal einmal verraten. Ich glaube, ich nehme das. So, so. Mut zur Farbe, Junge. Mut zur Farbe. Sieht alles kacke aus. Wir lassen es so. Die Hose.
Die Hose geht gar nicht. Die Hose geht absolut nicht. Nein. Einfach nein. Jetzt mal komme ich wieder auf die Hose zurück. Ja, noch ein bisschen enger und dann passt das. Mal jede Falte zählen. Aha. Obwohl, die Hose finde ich ganz cool. Auch nicht in der Farbkombi. So eher. Schuhe. Hier haben wir's. So, damit haben wir's doch schon. Hm? Fitness. Schneller Lerner. Nordhorn. Und damit ist unser Julian endlich ein Teenager. Woohoo! So, und damit habe ich jetzt wieder umgestylt und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich natürlich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!